Jo, da sind wir wieder bei Tales of Phantasia. Immer noch in Daos Schloss. Immer noch. Ja, leider. Das geht einfach nicht zu Ende, dieses Schloss. Was? Fuyu! Leck mich! Oh, diese Sackgassen. Na gut, ich habe halt den Schalter erwischt, da, Schalter betätigt. Also wird es ja nicht so unnütz gewesen sein, dass ich da gegangen bin. Aber trotzdem. Ich bin jetzt schon, glaube ich, seit 4 Stunden am Tales of Phantasia aufnehmen. Weil erstmal dachte ich mir so, nimmst du erstmal noch ein bisschen weiter auf, weil für die Ferien, wo ich halt weg war. Und dann habe ich gesehen, ja, aber im Endeffekt ist jetzt noch Daos Schloss übrig. Hm, das könntest du ja eigentlich auch noch machen. Wie, hier geht's nicht. Was? 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 Wo muss ich lang? Ich hab den doch... Ich hab ihn doch in der letzten Folge betätigt, oder nicht? Ach, whatever. Ja. Eigentlich habe ich ihn betätigt, aber na gut. Anscheinend habe ich ihn nicht betätigt. Obwohl ich mir doch 100% sicher bin, dass ich ihn betätigt habe, weil es gerade erst vor ein paar Minuten her ist. Vor ein paar Minuten passiert ist. So. Ah, okay, das ist für den Fall, dass ich irgendwie den falschen Weg nehme. Dann lande ich dadurch wieder am Anfang. Milch gefunden. Ich koche einfach mal was jetzt. Ja, 25% TP wieder aufgefüllt. Das Schloss ist viel zu groß. Na, ich weiß langsam auch gar nicht mehr schon, was ich sagen soll. Jetzt, ja gut, nach über 4 Stunden Aufnahme am selben Spiel fehlen doch einem langsam die Worte so in den Kämpfen, weil eigentlich immer und immer und immer dasselbe passiert. Oh. Geht's ja nicht mal weiter? Oh, 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 oh. Die Musik hat sich geändert. Oh, oh. Sind wir bald am Ende? Oder sind wir nur in einem neuen Abschnitt gelandet, wo noch mehr so Kram kommt? Nehmen wir erstmal unsere Macht der Runen und wandeln das Bohnenkraut und den Lavendel und den Salbei um. Und verwenden die. Das sind die, die 10% erhöhen, ne? Dann gehen wir da noch ein und da ein. So, Lavendel erhöht die Stärke. Das geht natürlich auf mich. Bohnenkraut erhöht die TP. Auf mich. Weil ich gern so viel Techniken benutze. Ah, wie weit geht dieses Schloss denn noch? So lange habe ich das ja gar nicht in Erinnerung. Ich hatte eigentlich... Weil... So lange war es doch gar nicht, oder? Weil wir sitzen jetzt schon seit... Seit wie viel Parts hier dran? Seit... Das ist der 5. Part, glaube ich, an diesem Schloss. Es geht ja schon fast länger als die Minen von Morlia. Ja, die Minen haben wir auch 6 Parts gebraucht. Wenn ich mich jetzt gerade nicht irre. Jetzt weiß ich auch gar nicht mehr. Ich habe gar nicht mehr mitgezählt, bei wie viel Parts ich jetzt gleich sein werde. Das ist doof. Ich wollte eigentlich wissen, welcher der letzte Part ist. Also der wievielte. Ich finde, es ist einfach viel zu weit, viel zu lang gezogen. Auf wen zielst du denn? Auf Mint zielst du. Stört Mint nicht. Und ich habe es auch eben bei Acid Drain gesehen. Mint ist anscheinend wirklich gegen alles außer elementaren Schaden immun durch diese Ohrringe. Das ist verdammt geil. I pity you. Also ich glaube mal, dass sie I pity you sagt. Also ich, was heißt nochmal Pity? Ich bemitleide dich, genau. Immer höher und höher und höher und höher und höher und la 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 la. Du the la 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 la. Das sag ich auch immer sehr gerne. Du the la 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 la. Ich weiß nicht mehr, wo ich das habe, aber ich sag gerne du the la 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 la. Wisst ihr, woher das du the la 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 la? Wisst ihr, woher das ist? Vielleicht? Ah. Wir sind fast am Ende. Ja.
Tut mir leid, wegen mir hast du wieder mal nicht getroffen. Drang Slayer. Boom. Ey, geil. Hat doch noch getroffen. Hätte ich nicht gedacht. Coole Sache. So, dann hier hoch und hier hoch und... Oh, danke. Wir sind endlich oben. So, dann koche ich noch ein bisschen was. Wieder 25% aufgefüllt. Bis auf... Mir sind die alle voll. Moment, das ändern wir schnell. So, jetzt sind alle voll. Die da unten sind auch schön gut drauf, aber die werden jetzt nicht kämpfen, denn ich werde diesen Kampf mit dem Team machen, das ich gerade draußen habe. Susu hat aber auch ganz gut dazu gewonnen an Erfahrung. Da haben wir hier noch irgendwas? Nein, nein, nein. Moment, ich stelle die Kugel eben aus. Das sieht doch nicht schön aus, wenn ich hier mit so einem leuchtenden Schein hier ankomme. Analysekugel auf normal. Daos! Dieses Mal kommst du uns nicht. Ich muss zugeben, ich bin beeindruckt, dass ihr es bisher geschafft habt. Ich erweise euch daher die Ehre, euch ab sofort Helden der Legende zu nennen. Halt's Maul! Ich werde dafür sorgen, dass du für jede deine Untaten aus tiefste bereust. Vater! Mint, bleib zurück. Was? Ist es nicht ein kleines bisschen zu spät, um dein Leben zu betteln? Ich möchte dich etwas fragen. Du hast damals gesagt, es gäbe keinen Grund für dich, gegen uns zu kämpfen. Kannst du mir erklären, was du damit gemeint hast? Niemand von euch hat etwas mit der Entwicklung der Magietechnologie zu tun. Was ist verkehrt an Magietechnologie? Magietechnologie verbraucht in kürzester Zeit alles Mana. Daher muss ich alle Menschen, die Magietechnologie verwenden, ausschalten. Warum? Warum würdest du dafür sogar die ganze Welt zerstören? Willst du die Natur schützen oder so? Willst du die Natur schützen oder so etwas in der Art? Ihr denkt, ich würde die Natur schützen wollen? Sehe ich euch für euch wie ein Liebhaber der Bäume aus? Ich benötige das Mana für meine eigenen Zwecke, das ist alles. Du willst also mit Hilfe des Manas die Welt erobern, richtig? Also es könnte mir nicht gleichgültiger sein, wenn diese Welt beherrscht. Und wenn nicht, mein Ziel ist es, den Mana-Keim zurückzuholen. Und ihr werdet mich nicht, mit Sicherheit nicht aufhalten. Mana-Keim? Deine Mission ist mir egal. Du behandelst alle wie Insekten und nun wirst du den Preis für deine Grausamkeit zahlen. Bla bla bla, was immer du sagst. Ich hoffe, ihr seid bereit. So, hier haben wir Daos. Den Endboss. Des Spiels. Nebenbei. Er hat 6. Was? Mehr nicht? Mehr hast du nicht? Foolish. Is that all you've got? Das war's. Wie lange hat der Kampf gedauert? Level up. Yay. Ist er endlich verschwunden? Ich habe euch doch gesagt, dass ihr mich nicht aufhalten könnt. Für mein Volk, das schon so lange auf meine Rückkehr wartet. Ihr werdet mich niemals aufhalten. Der Boden. Ohne jegliches Hindernis macht es doch viel mehr Spaß. Es wird Zeit, dass ich euch meine ganze Macht zeige. Darius Kalan, meine Heimatwelt. Setze meine Macht frei. Wow. Was zum Teufel bist du da? Da aus Kopf und da aus Arm. Schauen wir mal, wie viel hat er denn? Ja, schon ein bisschen mehr. Dann schauen wir noch eben schnell, was der Arm hat. Auch 130.000. Ah.
Aber ich glaube, ich muss auch erst den Arm kaputt machen, bevor ich alles andere angreifen kann. Wow! Ich war aber gut nach hinten geschleudert gerade. Na gut, ich kann doch auch an. Mit Distortion Blade komme ich auch oben dran. Man sieht den Kopf nur noch. Das andere gehört einfach so zum Hintergrund. Ja, ich glaube, Distortion Blade ist hier eine sehr gute Attacke. Ah, ich bin gerade verwirrt. Das ist nicht gut. So, Giga Revitalize habe ich ja zum Glück auf den Shortcut. Was mich interessieren würde, würde das hier klappen? Mach mal Time Stop bitte. Hallo, ich könnte auch so langsam wieder aufwachen. Ich glaube, das klappt gerade wirklich, oder? Nee, klappt nicht. Hätte mich auch gewundert, wenn beim Endboss, wenn man einfach mal die Zeit anhalten könnte. Wäre auch ein bisschen übel, wenn man es könnte. Wow, wieder mal übelst nach hinten geschmissen. Aber ja, das ist gerade der Endkampf und ich würde sagen, der ist es doch ein bisschen mehr wert als der eben. Weil ich muss sagen, der Daos eben, der war eigentlich ziemlich billig. Der war, so der Daos eben, das war, naja. Ne? Naja, einfach nur. Ihr habt es ja gesehen, dass es ziemlich billig war. So. Tiger Combo Blast. Der dürfte eigentlich verdammt gut sein, eigentlich, der Tiger Combo Blast, weil ich hier immer beide treffe. Wow. Ja. Tiger Combo Blast bringt das eigentlich richtig. Und das ist interessant. Ich kann nicht weiter zurückgeschmissen werden als gegen meine Leute. Das ist ziemlich praktisch, wenn dann alle so schön an einem Haufen sind. So, hier, Tiger Combo Blast. Einfach alles reinboxen, was ich habe. Weil so stark, wie ich jetzt hier bin, kann er mir eigentlich gar nichts mehr. Vor allem, um ehrlich zu sein, ich kann mich diesen Kampf schon gar nicht mehr daran erinnern. Nein, du sollst heilen. Du sollst heilen. Danke. Auch wenn ich es gerade nicht wirklich nötig... Doch, jetzt habe ich es nötig. Wow! Ich sehe die Kugeln, die gleich Suzu töten werden. Und Revitalize. Ah, gut gemacht. Gerade noch rechtzeitig geheilt, bevor Suzu hier uns abnippelt. So, eben noch einmal, weil Suzu gerade wieder was abbekommen hat. Suzu hat denn 3400 hat sie. So, geht langsam mal was kaputt von ihm, weil... Wir hauen einfach schon lange gut drauf eigentlich, würde ich sagen, oder? Komm auf den Arm, wie viel hat er noch? 15.000! Oh, okay. Und der Kopf? Der gerade aufgegangen ist? Hallo? 69.000, okay. Der braucht noch ein bisschen mehr. Na, es nervt dieses Zurückschleiden halt immer. Aber der Arm dürfte gleich fertig sein. Na, ich bin schon wieder betäubt. Komm, steh auf, steh auf, steh auf. Jetzt kann man ihn schon wieder nicht angreifen. Warum auch immer. Ah, und da war der Arm weg. Au! What the fuck? Das war gerade böse. So. Na, Moment, ich muss ein bisschen weiter nach hinten gehen. Weil von hier aus passt das gerade nicht, passt mir das nicht so gut. Hallo? Kann ich dich treffen? Jetzt kann ich dich treffen. Warte, was tust du da? Immer mit der Ruhe. Mensch, schmeiß mir mal eben ein Ananas-Gel hin. Resurrection? Ja. Da sieht man mein Angriffsziel. Also irgendwie kann ich nicht immer Schaden machen anscheinend. Wow. Bring mich nicht im roten Bereich, ja, sonst werde ich böse.
Belebt. Ich glaube, ich werde das einfach nur noch Distortion Blade die ganze Zeit machen. Weil das ist, glaube ich, die beste Methode, um da oben ranzukommen. Zusatz nebenbei gar keinen Bock mehr. Ich glaube, ich habe gerade ein bisschen gebuggt, oder? Ja, ich glaube, ich habe gerade die perfekte Position erwischt, wo er mich nicht angreifen kann, und aber ich dafür ihn töten kann.